Wollt ihr beide rüberkommen? Das sind unsere russischen Freunde hier. Larissa von Berlin. Guten Tag. Heute, ich muss auf Viktor Zimmer sagen, aber Katastrophe, ich vergesse meine Thema. Und deshalb, ich werde sagen, über Hauptsache für mich. Tut mir leid, ja. Jedes Jahr organisieren wir einen Gedenktag. Jedes Jahr gedenken wir der Verstorbenen. Jedes Jahr sprechen wir über die Probleme, die zum Tod dieser Menschen geführt haben. Dieses Jahr ist keine Ausnahme. Aber für mich ist er etwas Besonderes. Ich habe gesehen, wie die Gesellschaft auf Probleme reagieren kann. Die Gesellschaft kann diese Probleme schnell und effektiv lösen. Anfang des Jahres begann die Covid-19-Pandemie. Um die Pandemie zu stoppen, fanden die Behörden eine Gelegenheit und stellen sie Obdachlosen mehrere Hotels zur vorübergehenden Unterbringung und Essen zur Verfügung. Organisationen, die mit Drogenabhängigen arbeiten, begannen mehrere Tagarbeiten. Das Problem der Substitutionstherapie für Menschen ohne Versicherung wurde angesprochen. Heute erhalten und dokumentieren die Suchtige dank Covid-19 Hilfe, Behandlung und einen Ort zum Wohnen. Was wird passieren, wenn die Pandemie vorbei ist? Müssen sie zurück auf die Straße gehen? Das sind sehr wichtige Fragen. Wir müssen eine Gelegenheit für die Menschen finden, diese Hilfe in Zukunft zu erhalten. Dankeschön. Поэтому говорю о том, что мне важно. Каждый год мы приходим на День памяти. Каждый год вспоминаем умерших. Каждый год говорим о проблемах, которые привели к смерти этих людей. Этот год не исключение, но для меня он особенный. Я увидел, как общество может реагировать на проблемы. Как общество может быстро и эффективно эти проблемы решать. В начале года началась пандемия COVID. Чтобы остановить эту пандемию, власти нашли возможность и предоставили бездомным несколько отелей и питания. Организации, работающие с наркозависимыми, стали работать больше. Начали решаться вопросы заместительной терапии для тех, у кого нет страховки. Сегодня люди с зависимостью живут без документов, получают помощь, лечение и место для проживания – благодаря COVID. И что будет дальше, когда эпидемия закончится? Есть много важных вопросов, и мы должны делать все для того, чтобы эти проблемы решились. Спасибо. Беженцы из Восточной Европы и Центральной Азии, жители постсоветских стран, объединенные тем, что они бежали от репрессивных наркополитик, бежали от преследования и фальсификации уголовных дел, бежали, покинув свои дома, своих родственников, друзей и знакомых. И Германия приютила нас. Приютила, и здесь мы видим, что мы можем быть полезны. Мы сделали сообщество в 2017 году и начали работать, чтобы сначала помогать друг другу, а потом помогать каждому из нас. И мы видим, что наша помощь и поддержка нужна людям. Поэтому мы объединяемся и говорим,
Сообщества должны участвовать в процессе принятия решений. Сообщества должны иметь право голоса, потому что мы, как никто, лучше знаем, как работать с людьми, как донести до них мысли. Мы тот мостик, который связует политиков и людей. Мы за гуманное отношение к людям, за наркополитику, которая не будет убивать людей, за законы, в которых не будет репрессий, за заместительную терапию и за гуманизацию и декриминализацию. Мы для лечения, для всех. Мы Берлун. Ihre Heimatländer zu verlassen, um ihr Leben zu retten. Diese Menschen flüchten von staatlicher Verfolgung, Verweigerung der Behandlung, von dem Verbot der Substitutionstherapie, von dem Entzug der Kinder und von lebenslangen Haftstrafen. Unser Ziel sind die Mobilisierung und der bessere Zusammenhalt der Community. Wir setzen uns für einen Zugang zur Behandlung ein und unterstützen die Humanisierung der Drogenpolitik. Wir, Vertreterinnen der Community, erklären, wir sind aktiv. Wir sind Deutschland für das Asyl dankbar und möchten uns hier in Deutschland einbringen. Wir wissen, welche Maßnahmen ergreifen werden sollen, um Epidemien zu stoppen und Leben zu retten. Um die Drogenpolitik besser auf die Bedarfe von Migrantinnen auszurichten, die Drogen konsumieren, fordern wir ein stärkeres Mitspracherecht in der Drogen- und Migrationspolitik ein. Heute erklären wir, dass Migrantinnen, Menschen, die auf der Straße leben, die ohne Papiere und ohne Krankenversicherung leben, einen uneingeschränkten Zugang zu medizinischer und psychosozialer Hilfe benötigen. Durch den Mangel an Naloxon kommt es zu vielen vermeidbaren Todesfällen durch Überdosierung. Todesfälle können wir verhindern, indem wir Naloxon verbreiten und die Communities aufklären. Das große Missverständnis in der aktuellen Corona-Zeit ist, dass man glaubt, sich durch Schweigen, Deportationen, Grenzen und Zäune von Krankheit isolieren zu können. Epidemien betreffen alle. Und so erklären wir, angesichts einer Bedrohung müssen wir, Bürgerinnen, Politiker, Jugendliche und Fachkräfte sowie Ärzte und Sozialarbeiter vereinen. Unite Europe, Hilfe und Behandlung für alle. Drogengebrauchende Menschen sind nicht das Problem. Sie sind Teil der Lösung.